Sweetie, ich glaube, die braucht Hilfe mit einem Fireball. Sorry wegen der Ablenkung. Und das ist überhaupt kein Problem. Ich erzähle unglaublich gerne von anderen Rollenspielkampagnen vom Pen and Paper. Das ist gar kein Thema. Tatsächlich hat mich das gerade mit Hilfe mit dem Fireball auch an eine legendäre Situation erinnert, als mein Charakter irgendwo oben auf einem Turm, wo sie so und so viele brennbare Ölfässer hatten, stand und war in einer richtig ausweglosen Situation. Und ich habe den Fehler begangen, zu rufen: Ich brauche hier oben mal Hilfe. Ja, was hat mein Magier in der Gruppe verstanden? Ah, sie hat nach einem Fireball gefragt. Weil, wenn du unten stehst und nicht weißt, was oben auf dem Turm abgeht, ist natürlich der logischste Sache, die du machst, wenn jemand nach Hilfe schreit, erstmal einen Fireball draufzuwerfen. Ja. Ging dann so aus, dass sich mein Charakter noch versucht hat, von dem Turm zu schmeißen. Der Turm mitsamt der ganzen Ölfässer explodiert ist. Das hat die Gegner getötet. Mein Charakter auch. Und es hat irgendwie Loot im Wert von, ich glaube, mehreren Zehntausenden Goldmünzen, den hat es gleich mitgetötet. Ja. Also, wenn jemand um Hilfe ruft, wisst ihr Bescheid, immer mit Feuerball reagieren. Das freut die Leute. Kein Grund zur Sorge. Meister Ortmur ist fähig, aber ist kein Wethrag. Wethrag machen all das besser. Brauchen nicht viel mehr. Nur ein paar Dinge zum Studium. Sind die niedlich? Ja, also der alte Otnur hier, der war schon recht talentiert, aber naja, er ist halt kein Wietrag. Große Verfehlung. Vielleicht ist das die Weisheit des Tages. Nicht, always be yourself unless you can be a Unicorn, sondern always be yourself unless you can be a Wietrag. Weil die sind halt einfach mehr awesome als normale Leute. Wie ich schon gesagt habe, die Entscheidung, ob man die Vela, also das kleine Orlana-Baby, mitnimmt oder nicht, die ist halt sehr relevant. Daher klaut immer das Baby, Leute. Das ist die andere Weisheit des Tages. Wer schläft, muss nicht Angst haben, dass ich ihn in Bacon verwandle. Das kann unsere Weisheit des Tages für heute sein, wenn du die Wahl hast. Nimm ein bisschen blutiges Gemetzel, damit kann nicht schief gehen. Das ist immer richtig. Ja, merkt euch das. Team Bonding und Team Bondage ist sehr nah beieinander manchmal. Sehr nah. Aber denkt dran, schmutzige Gedanken kann man nicht wegwaschen. Aber wenn die schnell genug im Kopf rotieren, dann sieht das aus wie ein Heiligenschein. Das ist die nächste Weisheit des Tages. Neue Weisheit des Tages. Wenn man ein Licht am Ende des Tunnels sieht, sollte man immer prüfen, ob es nicht der entgegenkommende Fireball ist. So. Manea? Ja, du darfst einfach an die Front springen. Wenn die Front nicht zu dir kommt, dann musst du zur Front kommen. Das sieht gerade ziemlich episch aus. So, es folgt die Verlesung des Finales des White March 2 DLCs. Weisheit des Tages, doppelter Genitiv rockt. Der Hammer schlägt wiederholt zu und wird dabei immer größer, genauer und schädlicher. Naja, so ist das beim Hämmern. Und was ist, wenn die Katze leuchtet? Dann ist sie radioaktiv. Bitte gerne. Hab gehört, dass sie in einem Lindwurmnest in Schwierigkeiten geraten ist. Ja, man sollte vielleicht nicht in Lindwurmnester klettern. Weisheit des Tages. Ja, genau, das müsst ihr euch merken, Leute. Man muss immer, egal ob bei Kindern oder bei anderen, wenn man irgendwas macht wie schaukeln, irgendwo runterrutschen oder so, man muss immer hui sagen, weil sonst wissen die anderen nicht, dass es Spaß macht. Das ist wichtig. Wir sind dabei auch noch total schick und stylisch angezogen. Und als richtige Abenteurer. Weil der Style-Faktor ist wichtig. Das ist die Weisheit des Tages. Die letzte Weisheit vermutlich.
Wann ist denn der richtige Moment, um gestunt zu sein? Gegen Ende des Kampfes, wenn der letzte Gegner mit dem Tode nahe umzingelt von den restlichen Gefährten steht, dann ist der richtige Zeitpunkt dafür. Of the many defenses available to the wizard, which comes first? Starke Rüstung, ein beschützter Verstand, Barrierezauber, ein mächtiger Stab. Ja, ich finde, jeder Zauberer sollte einen mächtigen Stab haben. Das ist sehr wichtig. Und die Länge ist entscheidend. Weisheit des Tages.